Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Feuerrot Randomizer Nuzlocke. Und ja, ich habe gerade trainiert ein bisschen mein Carpador bzw. Seedrache und ja, wollte hier hin und bin aus Versehen reingelaufen, deswegen ja, dachte ich mir, mach jetzt einfach ab da los und die heißen irgendwie alle gleich, aber okay. So, ja, ich habe es auf 12 trainiert und es, ja, kann immer noch nur Karateschlag, aber ich dachte, mir es reicht erstmal bis 12. Okay. Das zieht viel ab und das zieht gar nichts ab. So, ein paar sind ein Level auf. Ich glaube, Taube auf 18 und Frost auf 18. Ja, und ich dachte mir so, auf 12 reicht, denn, ja, die geben hier viel mehr Punkte und wenn ich dann einmal auswechsle. Oh mein Gott, ist das auch nicht schlimm. Dann kriege ich halt mega viele Punkte und der steigt viel schneller auch auf. Also das ist so viel einfacher und viel angenehmer für mich, als in meinem hohen Gras zu trainieren, wo der überhaupt nichts bekommt. Okay, wobei 148 ist auch nichts. Ist ja überhaupt nichts. Das habe ich mir besser vorgestellt. So, Nidoran, weiß ich nicht. Wir nehmen mal ihn hier. Ein Zauberer, der kann einfach Octazooka einsetzen. Tatsächlich weiß ich wirklich nicht, ob das wirklich... Ist das Giftboden? Ja, muss ja, ne? Wäre das, glaube ich, sonst hätte es, glaube ich, nicht gereicht. Ja. Auf jeden Fall bin ich schon ein bisschen überlevelt, wie ich finde. Und das wollte ich auch ändern. Deswegen mache ich das auch. Ich wollte eigentlich mit Carpador ein bisschen kämpfen. Bloß der ist, ja, der war jetzt ein Level drunter schon. Ich hoffe, ich kann jetzt flüchten. Ja. Der ist ein bisschen zu schwach tatsächlich. Die anderen sind eigentlich schon. Der war 6 Level jetzt höher. Und er ist einen drunter. Und mit ihm kann man halt nicht. Ernsthaft, mit ihm kann man halt nicht kämpfen. Das wollte ich nicht. Alles klar. Ich will das eigentlich noch behalten, auch wenn es nur ein Carpador ist. Denn ich meine, es hat nicht viel Angriff, ja? Okay, ich weiß gar nicht die genauen Stats, aber wenn es ein Garados ist, ja? Garados hat viel Angriff. Ja, und der kommt nicht mehr zum Angreifen und stirbt jetzt. Geh mir nicht auf den Nerven, Mann. So, dafür gibt es doch bestimmt. Wie viel gibt es hierfür? 131, guck mal. Mein Gott. Ich sollte wohl doch erstmal Carpador aber runternehmen vom ersten Platz. Ich habe Angst zu flüchten. Ist echt so. Jetzt gerade habe ich wirklich Angst zu flüchten. Wen nehmen wir jetzt? Wir nehmen Dragon und hauen mit Sprungkrieg drauf. Man weiß ja auch nie, was der für attacken kann, ja? Psystrahl, okay, das ist ganz in Ordnung. Zieht nicht viel ab. Sprungkrieg trifft und tötet ihn tatsächlich nicht. Was war nochmal? Metronom war die. Naja, genau. Wir können Donnerblitz. Nee, nicht Donnerblitz. Donnerschock können wir nicht einsetzen. Das war natürlich ein bisschen Pech. Aber okay. Ja, Donnerschock, weil der ja Boden ist. Der ist noch Boden. Und Metronom, da jetzt Superzahn zu bekommen. Ich glaube, Superzahn waren immer die Hälfte der KP, die der Gegner hat, ne? Aber Flügelstark ist sogar noch Step drauf gewesen. Ich habe ihn nicht umgestellt. Man wird auch so oft angegriffen. Ah, wir nehmen ihn. Wir nehmen tatsächlich ihn. Und denke ich mal, greifen wir auch mit Octazooka einfach an. Ist normal effektiv. Er kann auch feuerfähiger. Dann dachte ich jetzt, macht er wieder Psystrahl. Er hat... Oh, als wenn er das auch noch hat. Jetzt greift er mit Psystrahl an. Das ist natürlich sehr schlau. Ich flüchte. Und wechsle jetzt, dass ich...
immer flüchten kann oder öfter flüchten. Ich will aber eigentlich nicht ihn nehmen. Komm, wir nehmen mal Taube. Man wird einfach. Mann, ey, ich brauche Schutz. Ich brauche Schutz. Ich habe keinen Bock mehr auf scheiß Höhlen. Ey, wie heißt die eine Felstunnel, ne? Ich habe keine Lust auf den. Das wird so ätzend, obwohl jetzt ging es ja noch mal ein paar Schritte. Das kann man ja keinen antun, oder? So, erstmal ein Trainerkampf. Aber da müsste dann ja auch gleich Ende sein. Da kriegen wir das Fossil. Und nach dem Fossil können wir doch schon eigentlich raus, oder? War das nicht so? Ich hoffe es. Ein Hornliu. Da greifen wir einfach mal Kopfnuss an. Das sollte vielleicht schon ausreichen. Jo, tatsächlich. Kopfnuss ist halt stark. In Georok bleiben wir drin. Hier gibt es noch keine Robustheit oder so, ne? Heißt, es sollte von Kraftkoloss sterben. Zack. Nice. Läuft doch eigentlich ziemlich gut, oder? Ich weiß auch gar nicht. Die Arena waren, glaube ich, nur. In der Arena hatten die nur so 18, 19 Pokémon-Level. Irgendwie. Ja, ich weiß gerade nicht, was ich gesagt habe. Und. Unser Rivale hat, glaube ich, bessere schon. So wie ich mich erinnern kann. Ich schaue nebenbei so eine von Domtendo. Also nicht, eigentlich nicht ganz, so halb nur. Ist ja immer unterschiedlich, ne? Ist ja random halt so, ne? Ist ja so random, ne? Deswegen macht man das auch, weil immer was Neues kommt. Gut, ob ich es jetzt denn danach nochmal irgendwann vielleicht ja, aber ist jetzt nicht so, dass dann das wirklich immer so ist es auch nicht. Mann, was ist denn los, Mann? Aquaknarre ist scheiße, es zieht viel zu wenig ab. Ich hätte gleich Kopfnuss einsetzen sollen. Helikant, bleiben wir drin, egal. Egal. Kopfnuss. Das habe ich mir gedacht. Aber schreck zurück. Eigentlich will ich nicht Kraftkoloss einsetzen. Hätte der jetzt H2O Absorber, ne? Was? Ich will nicht Kraftkoloss einsetzen. Ja, muss ich jetzt auswechseln, ne? Das wollte ich halt eigentlich nicht. Aber naja, gut. 500, ey. Oh mein Gott. Tyrakrok. Ja, da können wir einfach mal. Können wir einfach auswechseln. Ist jetzt nicht so dramatisch, ja. Boss-Tier. Nice. Mal gucken, schafft er das? Nee, war auch klar. Und ein schönes Zauberblatt. Ja. Gut, das war's. Ich glaube, wir sind damit fertig mit der blöden Dreckshöhle. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich könnte auch vielleicht kurz mal die TMs durchgehen. Vielleicht habe ich eine TM für Carpador. Irgendwas Wassermäßiges. Ach so, ich könnte mich auch heilen, ne? Innerhalb des Kampfes geht's nicht. Ich weiß nicht, habe ich das schon gesagt gehabt irgendwann? Ich glaube nicht. Ich darf mich halt immer nur außerhalb heilen. Innerhalb des Kampfes darf ich nicht. Helix und wie heißt es noch? Dom. Ich weiß leider nicht mehr, welches es hier gab. Ich weiß auch nicht, ob die randomized sind. Ich nehme das Dom. Wobei ich glaube, Helix war doch, diese Pflanze, Lilie, ne? Lili. Irgendwie so. Ein Gegengift. Brauche ich auch. In der Höhle. Gut, bei Randomized schon. Da kann man ein Gift-Pokémon kommen.
So, was machen wir jetzt? Was machen wir, was machen wir? Die bringen einen Sprung Kick und Sprung... Ne, Mega Hieb. Ach stimmt, Mega Hieb und Mega Kick, ne? Nicht Sprung Kick und Sprung Hieb oder so. Mega... Nein, ich will nicht. Nein. Wollte ich nicht ansprechen. Ja, weiß ich nicht. Könnten wir eigentlich Taube beibringen? Es ist eigentlich... Ich weiß nicht, ob beide normal sind, aber eine ist auf jeden Fall normal gewesen. Oder waren die beide doch Kampf? Na, ich weiß nicht. Brüller. Oh, das brauche ich. Tja, zum Brüllen. Oh mein Gott, wie nice der war. Hm. So, wir gehen auf jeden Fall erstmal ins Center hier. Focus Center. Ne, es ist nicht. Das ist. Oh mein Gott, ich laber so viel Bullshit. Ist ja unfassbar. Jetzt mal im Ernst. Ich sollte damit aufhören. Echt, ist halt echt so. Ist das hier nicht der. Ne, das ist der Pokémarkt. Denn ist das wirklich das Pokécenter? Hm, na egal. Wie viel Geld habe ich denn? Das ist ja nichts. Das ist ja überhaupt nichts. So einen Schutz brauche ich aber erstmal nicht mehr. Heißt, wir kaufen uns erstmal Pokebälle. Dann sollten wir eigentlich auch gleich noch genug Geld bekommen. Denn da kommt die Nuggetbrücke. Und ich habe mir jetzt erstmal welche gekauft, weil wir uns hier... Hier ist halt jetzt Route 4, ja? Das ist jetzt... Man kann sich streiten. Aber ich fange jetzt hier einfach eins, ja? Ich weiß, Domtendo hat das auch so gemacht, aber das ist ein Schlupburg. Will ich das überhaupt haben? Ich bin mir unsicher. Wir greifen mal mit Aquaknarr an, wenn es stirbt. Egal. Es stirbt nicht. Wobei, komm. Ich habe Route 4 jetzt schon, das Carbador und Schlupburg will ich eigentlich nicht haben. Also, selbst wenn ich jetzt mir das gefangen hätte und dann hätte ich vielleicht später auch noch gesagt, ja, benutzen wir nicht, egal. Dann zählt halt jetzt Carbador für Route 4. Was soll man machen? Egal. So, dann gucken wir mal. Ich würde gerne... Mit wem würden wir denn gerne mal anfangen? Ich glaube, wir tun immer nach vorne kurz. Ich weiß leider nicht, wo ich meinen Zettel hingelegt habe. Ich habe den irgendwo hingelegt. Ich finde den gerade nicht wieder. Ich glaube, der ist... Keine Ahnung, irgendwo... Nicht in meinem Zimmer gerade. Ich glaube, er entwickelt sich erst auf 20, war das, ne? So, Björn! Willst du auf die Fresse oder was? Ich denke schon. Ist die Frage, bleiben wir jetzt drin mit Level 12 gegen 17? Wir wären effektiv, weil es... es ist Eis, oder? Psycho hebt das eigentlich auf sogar, oder? Jetzt ist die Sache, kann sie eine Eisattacke? Ich hoffe nicht. Rankenhieb, sehr gut. Alter, als wenn das 5 abzieht. Und erstmal Kopfnuss. Ja, erstmal gucken, Kopfnuss, wie viel zieht das ab? Alter, ein Volltreffer und down. Wie viel? Das bringt aber bestimmt 1000, oder? Nee. 250. Ist ja nichts. Das wären für beide 500. Und ich habe 1000 gesagt. Alter, Meditation. Ich glaube, das erhöht die Spezialangriff, ne? Ne, den Angriff sogar. Komm, dann nehmen wir Abgangsbund rein. Ich wollte es eigentlich drin lassen. Einfach nur, falls ich keinen Ausweg gegen Pokémon finde und ja, das sein muss, dass es stirbt. Aber wenn wir jetzt das haben, dann muss es ja jetzt auch nicht mehr so eine Attacke. Braucht es denn ja nicht mehr. So, Landturm habe ich auch. Keine Ahnung. Landturm machen wir mit
mit Libelle. Kann Landhund Blitzfänger? Ich weiß nicht. Aber coole Pokémon hat er auf jeden Fall. Das ist nice. Der ist auch nicht die allerschlechtesten, ja? Na ja, gut, das war jetzt auch nicht so. Er kann Scheinwerfer! Ist das nicht so eine Spezialattacke von Latias oder Latios? Von einem von beiden, ne? Ich glaube von Latios. Latias konnte Nebelball oder so. Gut, ich muss auswechseln, glaube ich. Ah, es sinkt nicht immer. Okay. Den greifen wir nochmal an und hoffen, dass wir jetzt keinen Volltreffer kassieren. Gut, ich glaube, selbst ein Volltreffer hätte mich nicht umgebracht, aber man weiß ja nie, man muss ja immer auch mal zittern, ne? Weil Libelle, als wenn. Er setzt Solarstrahl ein. Du Vollidiot! Alter! Ich wäre, glaube ich, gestorben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, habe ich Glück gehabt gerade. Aber wieso hat den das nicht getötet? Das verstehe ich jetzt nicht. Oh, Scheiße, Alter. So, Libiscus ist jetzt eigentlich nicht so toll. Ich hoffe, das können wir Donnerschocken und weg. Aber es überlebt wahrscheinlich, ja. Scheiß Depp nicht drauf. Stirbt er nicht. Alter, als wenn sein Libiscus Drachenklaue kann, Mann. Was ist denn los mit dir? Ich meine, Dragon kann wirklich Elektroattacken. Meins, ich habe auf meinen Flammenwurf, glaube ich, und Donnerblitz habe ich immer gehabt. Und Erdbeben, glaube ich, auch noch. Ja, wie nehmen wir da jetzt? Am besten Frost, glaube ich, oder? Frost, so eine schöne Eisattacke reindrücken. Vielleicht steigt er auch nochmal da schön Level auf. Wir brauchen es eigentlich. Also wenn man ihn sieht, was er für Level hat, dann brauchen wir schon wieder ein paar Level. Aber ich glaube, auf der Nagelbrücke wird es ein bisschen weniger. Und denn beim Arena-Kampf sind wir wieder ein bisschen überlevelt. Das würde ich so sagen, ja. Soll ich dir etwas verraten? Er hat bei Bill seltene Pokémon gesehen, ja. Schön. Tschüss, Björn. Du Loser, Alter. Wobei er die letzten Male schwächer war, fand ich. Also dieses Mal hat er wirklich gute Pokémon. Gut, das Kokuna ist natürlich... Wenn es nachher ein Bibor ist, wird es ein bisschen mehr ausrichten, denke ich mal. Jetzt auch nicht so mega Schaden, aber... doch. Kann Gefahr bereiten, ja, Gefahr bringen. Bibor in der Mega-Entwicklung finde ich ja tatsächlich auch richtig cool. Ich hab da so die eine Attacke, die, wenn man damit einen Gegner killt, ich glaube, dann steigt der Angriff stark. Also mit 2 Punkte. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte vorstehen bleiben. Nun, dann machen wir noch den Kampf. Wir sind mal wieder am Ende angekommen, denke ich mal. Botanist Kim. Hatten Gewaldro Level 10. Guck, sag ich doch. Ja, Karateschlag können wir da nicht einsetzen. Das ist ein bisschen blöd. Heißt, wir müssen mal wieder auswechseln. Jetzt wäre so Seedrache auf dem perfekten Level. Wobei auf der Nuggetbrücke steigen die, ich glaube, nach jedem Kampf immer um einen. Also das hält sich in Grenzen wirklich. Und wenn ich jetzt nochmal aufsteige mit ihm, dann ist er auf. Nee, er steckt nicht auf. Als wenn. Nee, Weißnebel will ich eigentlich nicht haben. Mann, ich bekomme nur die Drecksattacken. Stolrak. Ja, auf 14 ist er denn. Dann muss er noch ein Level, dann kriegt er eine Attacke. Und wenn wir da mal Glück haben. 4 Pokémon hat der.
Den können wir sogar noch auf 15 kommen. Den greife ich sogar mal an. Das müsste eigentlich ziemlich viel Schaden machen. Nicht die Hälfte, schade. Du Bastard. Du Bastard. Gut, damit hat sich das auch erledigt. Oh Mann! Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Scheiße. Scheiße einfach nur. Ach komm, wir bleiben drin. Hey, durch so ein Stolzrack, was Explosion kann. Mann, ey. Hätte ich bloß ausgewechselt. Juhu. So. Da heilen wir kurz mal unser Pokémon. Und schmeißen den Carpador raus. Och man. Ja, wir nehmen jetzt rein Star oder was? Oder Po? Ich glaube Star, oder? Star ist, glaube ich. Ah, Mann, habe ich überhaupt schon. Oh. Ah, stimmt. Ich musste ja einmal neu machen. Deswegen habe ich die Box noch nicht benannt. Stimmt, stimmt. Oh Mann, der arme Seedrache. Wo ist es? Er? Da. Das machen wir jetzt noch kurz und dann. Warte, war da auch ein Punkt? Oh, da war auch ein Punkt. Habe ich nicht gesehen. Na, ah, der Arme. So, Star ist wieder dabei. Auf 14 können wir gleich mal nach vorne tun. Und dann mal gucken, was Star noch so drauf hat. Ja, hat eine kleine Pause. Vielleicht hat sich das ja mit Star gebessert. Wer weiß. Die Attacke lernst trotzdem erst auf irgendwann mit Level 30. Das ist ein bisschen blöd. Aber wir haben halt auch keine Attacken, die wir mal beibringen können, gerade als TM, so, ne? Gut, aber dann würde ich sagen, bedanke mich hier fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat der Part gefallen und, ja, betrauert mal den ersten Tod. Carpador. Ruhe. Ruhe in Frieden. Ja, genau. Bis dann und ciao.